Machst du dann mal Staffel 3 mit? Ey, das ist ein Joke-Subgoal da oben. Und zwar wegen Seven vs. Wild. Ich will da einmal kurz jetzt was dazu sagen. Und zwar, ich habe das nie geschaut, weil das einfach an mir vorbeigegangen ist letztes Jahr. Weil letztes Jahr war ich sehr in diesem ganzen Stress von wegen Umziehen und eben auch Zivildienst und alles. Dementsprechend habe ich nicht so viel davon mitbekommen, was da abging und hatte auch nicht den Nerv darauf zu reacten. Habt ihr vielleicht mitbekommen, letztes Jahr war auch kein Craft Attack und sowas. Weil einfach sehr viele andere Baustellen, sehr viel Stress war, wo ich mich nicht drum kümmern konnte. Dieses Jahr möchte ich mir das aber sehr gerne anschauen. Ich habe alles rewatcht. Ich habe die komplette erste Staffel nachgeschaut und bin deswegen jetzt im Bilde, wie das Ganze aussieht. Ich habe mir auch schon ein bisschen was angeschaut zu Staffel 2. Ich habe mir nämlich schon angeschaut, wer die Teilnehmer sind und wie die ausgewählt wurden. Und auch, was deren Gegenstände sind und was generell, oder nicht, was deren Gegenstände sind. Das Instagram-Posting gesehen, wo alle ihre Gegenstände angegeben haben, aber die einzelnen Videos habe ich noch nicht gesehen. Die werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Und ich habe auch noch keine Trainingsvideos gesehen, keine Vorbereitungsvideos. Das Einzige, was ich gesehen habe, war das Balancing-System von Fritz und welche Gegenstände erlaubt sind oder halt verboten sind. Das ist alles so gewesen. Ja, deswegen schauen wir jetzt einfach mal rein. Auf dem Kanal von Fritz, auf dem Zweitkanal. Ich finde das Balancing-System bei der zweiten Staffel interessant. Also das Balancing-System beläuft sich ja auf die Tierlist, ne? Das habe ich auch gesehen. Also praktisch, Fritz hat jeden Teilnehmer, jeder Teilnehmerin die Aufgabe gegeben, sich selbst in einer Tierlist zu ranken mit den anderen Teilnehmern. Basierend, welchen Platz man sich selbst in der Tierlist gegeben hat, hat man dann 1 bis 7 Gegenstände mitnehmen dürfen. Ich gebe dem schon recht so. Ein Fritz ist natürlich ein anderes Kaliber als ein Knossi oder eine Nova. Und dementsprechend bräuchte er irgendeinen Nachteil. Aber schauen wir jetzt erstmal in die Gegenstände rein und dann schauen wir mal weiter, ja? Freunde, es ist wieder soweit. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel, im Thumbnail schon gesehen. Heute werden die Gegenstände veröffentlicht für euch da draußen. Auch für alle anderen Teilnehmer. Wer hat was mitgenommen? Und auch ich habe bisher noch nicht reingeguckt. Ich habe hier eine PDF geschickt bekommen, die quasi im Hintergrund offen ist. Aber ich habe noch nicht gesehen, was dort genau drin ist. Und das werden wir jetzt quasi gemeinsam mit uns anschauen. Nur damit ich es auch nochmal... Können wir irgendwie so ein Video machen, wo wir dann nochmal predikten, wer wie lange aushält oder so, ne? Aber ich glaube, dazu brauche ich noch ein paar mehr Infos, wo die dann sind und was weiß ich noch was alles. Also, schauen wir mal. Versteht. Aber vorher eine Sache noch vorweg. Auf jeden Fall Fritz Meinecke Live-Kanal abonnieren. Natürlich, um keine weiteren Videos rund um das Thema Seven vs. Wild zu verpassen. Wir erinnern uns zurück an Seven vs. Wild Staffel 1. Ich sage safe, dass Minimum 4 Leute alle 7 Tage geschafft haben. Denkst du? Denke ich nicht. Ich glaube, maximal 2 oder 3 Leute haben es geschafft. Fritz und der andere Typ, die nur einen Gegenstand haben, das sind die klaren Favoriten und dieser Wildcarder ist auch insane, glaube ich. Ich glaube aber, dass es in den Tropen deutlich schwieriger sein wird als in Schweden. Und ich glaube, dass allein deswegen auch schon von denen 3 jederzeit jemand wegfallen könnte. Was ist, wenn du auf deiner Insel zum Beispiel kein Süßwasser kriegst? Was ist, wenn du kein Feuer ankriegst? Was ist, wenn dich irgendwas beißt oder so? Das ist fucking schwer, glaube ich. Ich sag, dass die zweite Staffel deutlich härter wird als die erste. Deutlich härter. Allein schon wegen der Umgebung. Und dann eben mit dem Balancing-System für die Gegenstände insane. Du musst dir denken, 2 Leute gehen dort nur mit einer Machete hin. In den fucking Dschungel. Was willst du 7 Tage essen? Kokosnüsse? In Schweden. Und dort war es ja so... Krieg mal Kokosnüsse. Schauen wir mal auf Tag 3 oder Tag 4, ob du noch die Kraft hast, dass du auf einen fucking Baum raufkletterst, um eine Kokosnuss runterzuholen. Dass die erste Folge eine Infofolge war. Wie funktioniert alles? Welche Gegenstände? Dies, das. Ja, die erste Folge war ja so ein bisschen erstmal das Format erklären. Wie funktioniert die Kommunikation? Erste-Hilfe-Set. Blablablub. Und diese ganzen Sachen, ja, die verlagern wir diesmal auf den Live-Kanal. Hier, vorab. Als, ja, wie als Art kleine Trailer. Ein bisschen, um Geschmack zu machen. Und unter anderem werden jetzt halt auch alle Gegenstände veröffentlicht. Ich bin sehr gespannt. Es wird vielleicht der ein oder andere Teilnehmer auch in dieses Video hier reingehen, sich angucken, was die anderen so gewählt haben. Ich habe ein ganz dickes Grinsen über beide Backen und würde sagen, wir legen einfach los, oder? Eine Sache sehe ich hier schon, die habe ich schon vor mir offen. Trommelwirbel. Es geht mit Otto los. Otto. Ein Gegenstand, wir erinnern uns, ja, Tierlist, Auflistung, Machete inklusive Tragevorricht. Du musst, also, das ist so krass, nur mit einer Machete. Das ist so krass, finde ich. Was machst du dort? Du musst dir am ersten Tag in tropischem Klima, musst du dir irgendwie einen Unterschlupf bauen, der nicht auf dem Boden ist, aber gleichzeitig auch für Regen oder Wind geschützt ist. Das ist insane. Das ist wirklich insane, dass du das am ersten Tag machen musst. Du kannst dir kein Feuer machen, du kannst kein Wasser abkochen, du hast nicht die Möglichkeit, dass du Wasser
irgendwie vernünftig filterst. So, wie trinkst du, wenn du eine fucking Machete hast? Das Einzige, was du machen kannst, ist literally irgendwie ein Bananenblatt und dann filterst du das durch dein eigenes T-Shirt in deinen Mund hinein. Regenwasser. Ja, wo? Wenn es nicht regnet? Und wenn es jeden Tag regnet, dann bist du durchgehend nass. Ist voll für den Arsch. Also ich sag ernsthaft, ich glaube, dass die Leute nur mit einer Machete hart gefickt sein werden. Ich glaube, dass ihr das, dass es deutlich überschätzt wird. Ich glaube, alle denken, das ist viel zu easy, weil es Tropen ist, weil es warm ist, weil es nicht kalt wird. Ich glaube, die werden richtig, richtig Struggles haben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass entweder Fritz oder Otto abbrechen. Das kann ich mir echt vorstellen. Oh, also, Otto hat sich tatsächlich für eine Machete entschieden, beziehungsweise sieht es für mich auch so ein bisschen aus wie so eine Kukri-Machetenart irgendwie, ne? Es ist Regenzeit, laut Wetterdiagnose, dass es täglich geregnet. Hä, weiß man, wo die sind? Das weiß ich nämlich noch nicht. Du hast doch nicht mal ein Seil, um dich an einen fetten Ast festzubinden und zu schlafen? Ja. Mittlerweile schon. Anscheinend Madeira. Madeira ist Bullshit. Die sind irgendwo in der Karibik, glaube ich. Irgendwo in Mittelamerika, oder? Okay, schauen wir mal. Hat so eine leichte Biegung. So vorne ein größerer Kopf, also ein bisschen schwerer, sicherlich gut zum Hacken. Er hatte ja dieses Video gemacht im Sinne von, ich nehme den Spaßgegenstand mit, Gießkanne, sonst was. Aber ich habe da nicht dran geglaubt. Ich dachte mir so, nein, das macht er nicht. Und wie wir sehen, hat er sich tatsächlich hier für eine Art Machete entschieden. Geiles Teil. Ich guck gerade, was hier drauf steht. Ah, Bulletproof. Okay, sein Logo ist hier drin. Krass. Und hier ist noch ein Stück Paracord dran. Vielleicht noch wichtige Info vorab, ne? Diese Bilder, die hier entstanden sind, die sind vom Orga-Team gemacht, denn das Orga-Team ist bereits vor Ort. Aha, okay, gut. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Mit allen Gegenständen, weil logisch, wie kommt jetzt Ottos Gegenstand hier plötzlich an irgendeine tropische Insel? Das heißt, die sind vor Ort und die haben auch alle Gegenstände abgenommen. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist anscheinend auch erlaubt. Das hier unten. Ja, jetzt hat der Paracord halt, das darf man doch nicht, oder? Hier oben ist schön, da gefällt es mir. Wird wahrscheinlich auch ein Stück Paracord-Schnur, was auch immer sein, orange, als Beinschlaufe zum Festknoten, vermute ich mal. Hier hinten ist noch ein Stück Schnur dran. Zählt Kleidung nicht als Gegenstand? Es gibt ein ganzes Video, das schaue ich mir nicht an, weil das habe ich schon angeschaut, wo das erklärt wird, was als Gegenstand, was als Kleidung zählt und was erlaubt ist und was nicht. Gibt es ein ganzes Video auch auf Fritz seinem Kanal, das könnt ihr euch gerne anschauen. Ich habe das schon gesehen und ich möchte es nicht nochmal jetzt im Stream künstlich reacten. Das Video habe ich nicht gesehen zum Beispiel. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, dass jetzt hier noch so ein bisschen orange Schnur irgendwie... Also ich sage jetzt nochmal aus meiner Hersicht, ja. Ich habe Seven vs. Wild Staffel 1 nicht aktuell geschaut. Ich habe die komplette Staffel letzte Woche geschaut. Alles, jede einzelne Folge. Und ich habe davor nichts davon gesehen. Keine einzige Folge, keinen Teaser, gar nichts. Ich habe die komplette Staffel in den letzten Tagen geschaut. Vor allem jetzt über dem Wochenende. Und danach habe ich die ersten paar Videos für Staffel 2 geschaut und habe dann beschlossen, okay, das ist cooler Content für Streamreact, dann schaue ich mir das an. Das heißt, ich bin gerade noch sehr aktuell und weiß alles, was in Staffel 1 passiert ist, was Probleme waren und was wichtig ist. Und habe deswegen vielleicht nochmal einen anderen Point of View. Und auch, was eben die Usability angeht von solchen Sachen. Und auch eben das Regelvideo. Und ich finde, jetzt aus meiner Ansicht heraus, von jemandem, der jetzt so viel Content davon am Stück geschaut hat, dieses Paracord unfair. Da gibt es viele andere Tragevorrichtungen, das finde ich nicht okay. Das ist meiner Meinung nach genau etwas, was in den Regeln steht, was nicht erlaubt sein sollte. Wie dran verbastelt ist das okay? Zählt das als Tragevorrichtung, ist das fein oder ist das irgendwie so ein bisschen, naja. Das Orga-Team hat es anscheinend erlaubt, von daher kann ich da eh nichts zu sagen. Was mich gerade ein bisschen wundert, da bin ich gleich sehr, sehr gespannt, ist, die Machete sieht für mich aus wie die gleiche, die Joris in dem Video hatte. Das war doch... Die sieht doch so ähnlich aus, oder? Bin ich gerade doof? Aber zu Joris kommen wir auch gleich. Okay, also das ist auf jeden Fall Ottos Gegenstand. Ja. Otto hat eine Machete gewählt, die wir hier sehen, mit einer passenden Lederscheide. Ne? Kann man hier irgendwie festmachen. Scheide. Kleine Beinhölzerschlaufe. Geiles Ding. Ich will euch gar nicht zu lange auf die Folter spannen, deswegen machen wir direkt weiter mit Kandidat Nummer 2. Ich schätze mal, dass ich jetzt komme, weil, ja, ne, ein Gegenstand und dann so ein bisschen runter. Ja, ja. Von daher, wofür hat sich Herr Meinecke entschieden? Auch eine Machete. Okay, hier ist mein Gegenstand. Die sieht aber ab... Warum sieht die so ranzig aus, die Machete? Warum ist die so ranzig? Eine Machete. Ein Küchenmessergriff. Machete inklusive Tragevorrichtung. Eine Sache, die mir gerade auffällt, was ist denn hier los? Wieso ist denn die Klinge hier schon so komisch angerostet? Was haben die denn damit gemacht? Was ist denn hier passiert? Oh oh. Oh oh. Das ist mein einer Gegenstand. Das ist eine Machete. Die habe ich vorher extra noch professionell schleifen und schärfen lassen. Und wenn ich hier gerade drauf gucke, ist die ja schon völlig angegammelt.
Was ist denn hier passiert? Was haben die mit der gemacht? Einmal durch die Arschbacken durchgezogen haben die. Wollt ihr mich verarschen, Orga? Hier ist ja kompletter Rost drauf. Eigenes Projekt, hops. Gehen wir schon mal mit einer kleinen Verrostete. Also mein einer Gegenstand ist eine verrostete Machete, super. Mit einer passenden Lederscheide. Ohne okay, ich lasse es. Und so ein Firlefanz mit irgendwelchen Bändern. Ich habe hier auch so ein Loch, ich habe natürlich kein Band reingemacht, weil sowas brauche ich nicht, das ist Quatsch. Ich versuche hier nicht noch irgendwie heimlich Schnur reinzuschmuggeln. Genau, das ist eine Machete. Ich kann vielleicht an dieser Stelle auch sagen, warum ich mich dafür entschieden habe. Leute. Was mich nur wundert ist, warum hat er nicht wieder die Kukri mitgenommen, die er bei Staffel 1 hatte? Warum hat er die nicht mitgenommen? Das verstehe ich nicht. Ich war 6 Tage lang im Dschungel von Peru und die Einheimischen dort vor Ort machen damit alles. Ja? Die ist nicht so dick wie meine Kukri, die ist deutlich dünner, aber dafür länger. Die ist auch nicht so stark kopflastig vom Gewicht, die ist auch eher ausbalanciert. Ich habe damit trainiert, ich habe damit geübt und wir werden sehen. Ich wollte einfach diesmal keine Kukri machen, sondern was Machetenartiges. Okay, alles und klar. Die dürfte deutlich länger sein als die von Otto. Wir gucken nochmal, kann hin und her schalten. Das ist das gleiche Stück Holz oder ein anderes. Na, wer hat den längeren? Aber ich würde fast behaupten, oh, gespoilert. Ich würde fast behaupten, dass meine Machete noch ein Stück länger ist, dafür aber dünner. Gut, aber es kommt nicht auf die Länge drauf an, Freunde, sondern auf die Technik. Okay, ach, spannende Sache. Wir halten fest, Fritz und Otto, die beiden Kandidaten, mit nur einem Gegenstand. Die beiden Kandidaten. Nehmen jeweils eine Machete, ein Schnittwerkzeug mit rein. Finde ich schon mal irgendwie cool. Das bringt es wirklich auf ein komplett gleiches Level und wir gucken, wer was draus zaubert. Ich komme aber immer noch nicht drauf klar, dass meine Machete hier einfach verrostet ist. Scheiße. Super. Okay, wir machen weiter. Kandidat Nummer 3. Ist sie halt echt verrostet? Ist es real oder? 3 wird sicherlich Joris sein mit 3 Gegenständen. Trommelwirbel, für was hat er sich entschieden? Das ist original dieselbe Machete, oder? Hä? Das ist genau die gleiche Machete. Das ist doch die gleiche Machete. Bin ich doof? Das ist doch die gleiche Machete. Yo, wisst ihr, was actually smart ist? Die ist komplett schwarz. Wenn es dort so heiß wird mit Sonne und allem drum und dran, dann ist das Ding übel heiß, oder? Damit kann man sicher irgendwie Sachen braten, wenn du es einfach in der Sonne hältst, oder? Das ist actually smart. Yay, Fritz, kannst du weggehen? Das ist mein Spot hier. Warte mal. Hä? Mein Spot. Was soll das? Das ist doch kein Zufall. Das kann doch kein Zufall sein. Das ist doch auch hier wieder mit der gleichen Schnur. Abgesprochen. Hä? Wie kann das sein, dass ein Otto und ein Joris einfach das gleiche Messer mit haben? Mit einem eigenen Branding hier drin. Das ist echt okay. Verrückt. Naja gut. Egal. Ist jetzt so, lassen wir so stehen. Keine Ahnung, ob die da die gleiche Kooperationspartner sich rangeholt haben oder sich gegenseitig abgesprochen haben. Okay, das finde ich krass. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Herbert kann also, doch... Also, Joris hat Machete... Die durften sich absprechen, safe, oder? Ja, sehen wir hier. Bestimmt, oder? Da wird einfach nochmal ein bisschen Schnur reingeschmuggelt. Ein Gefäß inklusive Deckel, das ist der Topf, den haben wir ja auch schon gesehen. Geiles Teil. Und der Feuerstahl, auch den haben wir schon gesehen. Ja. Was mir gerade noch auffällt tatsächlich, wo ist denn hier die Klinge? Weil normalerweise hast du ja eine Klinge, die geschärft ist, wo du dann das blanke Metall siehst. Wir gucken nochmal bei mir. Seht ihr das? Hier ist die Klinge. Ja, ich weiß. Nee, Fritz, ich sehe nichts. Ich sehe nur Rost. Ist verrostet bei mir. Und bei Otto? Nee, bei Otto auch nicht. Das ist merkwürdig. Normalerweise... Die ist halt einfach gefärbt, oder? Sieht man ja zumindest hier vorne so eine ganz kleine, abgeschliffene Kante. Für die ist einfach stumpf, damit man sie nicht schneiden kann. Vorhanden. Okay. Vielleicht kommt da nochmal ein Statement von den Jungs, vielleicht nochmal ein Video dazu, wir wissen es nicht. Es geht weiter, schätze ich mal. Ja, das ist safe einfach beschichtet. Ist einfach coated so. Let's go. Dann schauen wir uns Joris an. Meine 3 Gegenstände. Dann schauen wir da mal kurz ran. Mein Gehirn rattert gerade, weil ich wirklich nicht weiß, ob meine 3 Gegenstände jetzt richtig sind. Die sind richtig. Aber sie sind nicht so richtig genug, dass ich so eine Gesetzeslücke nicht... Guck mal, stellt euch vor... Ah, nee, da hätte ich jetzt 4 Gegenstände. Ey. Das könnte wirklich der Glitch sein. Also das ist der Glitch. Aber der ist zu krass.
Der darf eigentlich nicht legal sein. Ja, schwierig. Hi und herzlich willkommen zum wahrscheinlich meist angefragtesten Video auf diesem Kanal. Es geht heute, wie der Titel es schon verrät, um die drei Gegenstände, die... Ey, weißt du, wo ich mal ein dickes Shoutout geben muss? Der Typ ist der Wildcarder, der vorher keinen YouTube-Kanal hatte, der vorher nirgends irgendwo zu sehen war. Und nicht nur ist er krass so sympathisch, wie er sich so gibt vor der Kamera, sondern der liefert so eine kranke Qualität. Schau mal, was für eine Qualität der hier hat. Ich meine, ja, der ist Fotograf, aber auch die Tonqualität, das stimmt alles so. Das könnte irgendein hingerotztes Handyvideo jetzt sein eigentlich, weil der Typ das nicht macht. Aber übel gutes Video. Ich auf die Insel mitnehmen darf. Welche drei Gegenstände das sind, warum ich mich für diese drei Gegenstände entschieden habe und warum die Entscheidung für mich so einfach war, genau darüber reden wir heute in diesem Video. Lasst mich zu Beginn einfach mal ein paar Gedankengänge mit euch teilen, denn ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken darüber gemacht, welche Gegenstände ich mitnehmen möchte. Es gibt nämlich meiner Meinung nach sehr starke Gegenstände und sehr schwache Gegenstände, die ich auf die Insel mitnehmen hätte können, mitgenommen, ja, ihr wisst, was ich meine. Zu einem sehr starken Gegenstand gehört meiner Meinung nach definitiv das Moskitonetz. Warum das Moskitonetz? Zum einen, ich habe nachts eine wahrscheinlich ruhigere Nacht. Ich habe die Möglichkeit, mir ein Fischernetz daraus zu basteln, indem ich mir eine Reuse baue, die ich hochziehen kann. Er hat doch kein Moskitonetz mit. Ziehen kann mit dem kleinen Köder in der Mitte. Machst du dann bei Staffel 3 mit? Ey, das ist ein Joke-Subgoal da oben. Ich weiß nicht, ob ich mitmachen würde, honestly. Weiß ich nicht. Wenn ich die Möglichkeit hätte, dann wäre es, glaube ich, nochmal eine andere Lage, aus der ich nachdenke. Aber ich glaube, die Möglichkeit hätte ich gar nicht. Ich kann das Ding einfach multifunktionell einsetzen. Es gibt noch viele weitere Zwecke. Auf jeden Fall muss ich wieder Sport machen. Zum Beispiel auch als Transportbehälter oder ähnliches. Und diese Multifunktionalität ist wirklich einmalig. Und genau deswegen würde ich persönlich sagen, dass ein Moskitonetz mit einer der stärksten Gegenstände auf der Insel sein könnte. Vielleicht kann man ihn auch umfunktionalisieren als Hängematte. Vielleicht ist es genau dieser Trick, auf den Martin und Knossi hinaus möchten. Ich weiß es nicht. Während ich das jetzt gerade gesagt habe, fällt mir gerade auf, dass ein Moskitonetz vielleicht ist es das. Vielleicht ist es wirklich genau der Trick, auf den Martin und Knossi hinaus wollten, weil wenn man drüber nachdenkt, man kann die Enden zusammenbinden, man hat eine Hängematte. Man bindet es irgendwie anders zusammen, man hat ein Fischernetz, man hat ein Transportmittel, man hat... Das dachte ich mir auch schon, dass es beim Moskitonetz ziemlich insane ist, die Usability. Man hat Seil, man hat... Es ist krass, wenn die ein Moskitonetz finden, das aus wirklich robustem Material gemacht ist. Ey, ich glaube tatsächlich, dass ich mitten im Dreh gerade rausgefunden habe, was der Trick von Martin und Knossi ist. Ey, krass. Also ich bin gerade wirklich, ich bin gerade ein bisschen geflasht, weil das wäre tatsächlich genau das, was Knossi braucht. Insektenschutz in der Hängematte, alles Mögliche kannst du damit machen. Und weil es eben erlaubt ist, so viel mitzunehmen. Du darfst ja eins nehmen, wo über komplett dich drüber geht quasi. Ja, man hat viel Material, das man nutzen kann. Das ist wirklich gerade Game Changer im Moment. Weiß halt nicht, wie das mit Fischen ist. Schwierig. Das Ding ist, ich habe nur drei Gegenstände. Keiner dieser drei Gegenstände kann ich da lassen, weil hinter jedem Gegenstand eine krasse Vorbereitung steckt und eine krasse Taktik, die ich auch in dem Video nicht erklären kann, aber... Krokodilfischen. Jetzt fickt's gerade, hätte ich jetzt vier Gegenstände. Ey, scheiße. Ich glaube, das ist es. Ich habe noch, glaube ich, 3, 4, 5 Tage Zeit, meine Gegenstände zu wechseln. Ey, scheiße. Es wird schwierig. Martin und Knossi haben es probiert mit einem Tarp, also aus dem Tarp eine Hängematte zu bauen. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, so ein Moskitonetz, wenn das so richtig so aus krassem Seil ist oder so. Oder wenn du das verstärkst mit so Lianen noch, maybe. Schwierig. Mein Gehirn rattert gerade, weil ich wirklich nicht weiß, ob meine drei Gegenstände jetzt richtig sind. Die sind richtig, aber sie sind nicht so richtig genug, dass ich so eine Gesetzeslücke nicht... Sagen wir, was ist Wald in Ägypten? Guck mal, stellt euch vor... Für Rail Streams für Book of Ra? Nee, es ist... Nee. Es ist Slots in Gaza. Das könnte wirklich in Gaza. Der Glitch sein. Also das ist der Glitch. Aber der ist zu krass. Der darf eigentlich nicht legal sein, weil jetzt bin ich gefickt. Scheiße. Mann, fuck. Ja... Schwierig.
Achtung, ich wollte jetzt ein Video hochladen, wo ich das Ganze so erkläre. Also, wo ich sage, hey, welche Gegenstände finde ich stark, welche finde ich schwach, ne? Und mitten im Dreh, als ich erklärt habe, warum ich finde, dass Moskitonetz zu stark ist, ist mir aufgefallen, wie viel zu stark das ist. Weil ich mir dieses Hängematte-Problematik, die ist mir nicht aufgefallen. Jetzt ist sie mir aufgefallen, weil du kannst ein riesengroßes Moskitonetz mitnehmen, ne? Das heißt, du kannst dich easy reinlegen. Darf man das? Ey, ich bin jetzt gerade dabei gewesen. Wir haben alle so eine Datei zugeschickt bekommen, ne? Wo drin steht, was wir mitnehmen dürfen, was nicht. Und ich habe wirklich gedacht, dass das Insektennetz, keine Ahnung, so einmal einen Meter, dass es übers Gesicht reicht oder gerade so über den Körper drüber, wie so ein Biwaksack. Aber das ist ein, wirklich, das hat doch nichts mehr mit Insektennetz zu tun. Das ist erlaubt, das ist ein Palast. Das ist ein Palast. Zu dreifach. Dann legst du dich da mit deiner gesamten Familie rein, ziehst einen Wal aus dem Wasser. Ja, also, kann ich mir das Video. Jetzt bisschen, ist ja noch nicht so lange her. Ja, und auch das hier. Das. Okay, das sind 4x3 Meter, hast du gesagt. Ja, ist komplett im Eck jetzt. Ich will seine Gegenstände halt wissen. Es gibt so viele Möglichkeiten, insbesondere in der Regenzeit, wo alles aus dem Boden sprießt, sich relativ dem Ding echt Krokodil fangen. Ein schönes Dach zu machen. Und natürlich gibt es für einen Tarp, das in 20, 30 Sekunden aufgebaut ist, gibt es keinen wirklichen Ersatz, aber durch das, dass die Aufhängung beim Tarp ja auch nicht dabei wäre und man die sich selber machen müsste, finde ich persönlich, dass da die Zeitdifferenz irgendwie zu vernachlässigen ist. Das heißt, das einzige Szenario, in dem ein Tarp meiner Meinung nach wirklich deutlich besser wäre, wäre es, wenn es schüttet aus allen Eimern. Und dann, ja, würde ein Tarp sicherlich helfen. Ob es unglaublich viel hilft, ich weiß es nicht, sage ich ganz ehrlich. Also, ja, ein Tarp wäre für mich ein Gegenstand, den ich auf gar keinen Fall mitnehmen würde, einfach weil es so einfach ist, wie wir tatsächlich geworden sind. Mein erster Gegenstand, kurzer Trommelwirbel, ich habe mich dafür entschieden, einen Feuerstahl mitzunehmen. Warum bin ich jetzt Feuerstahl? Gespannt. Ich habe es vorhin schon angerissen. Es gibt zwar Möglichkeiten, im Dschungel auch ohne Feuerstahl Feuer zu bekommen, aber die sind sehr unzuverlässig, mit vielen Kalorien verbunden. Und für jemanden wie mich, der jetzt halt noch nicht so viel Survival-Erfahrung hat, ist es die sicherere Variante, sich eine Mahlzeit zu sichern, einfach einen Feuerstahl mitzunehmen. Ja, aber was will er dort essen? Ich bin da so gespannt drauf, gell? Was die dort essen werden. Es gibt dort keine Pilze, es gibt keine Beeren. Was werden die essen? Dahingehend ist er einfach alternativlos. Und wir sind in der Regenzeit vor Ort. Genau da können es meiner Meinung nach zu Problemen kommen, denn die Hölzer sind vielleicht... Ja eben, Kokosnüsse, das ist schon das Einzige, was du essen kannst dort. Ich glaube, in Panama gibt es nicht mal Bananen, oder? Wir schauen uns nochmal an, was alles... Wir schauen uns das jetzt an. Orangen, Bananen, Papaya, Guaven und Ananas sind die populärsten Früchte, aber in Panama gibt es viel exotisches Obst. Aber in welchen Saisons ist das dann? Sternfrucht, Samtpappel, Nashi-Birne... Acai-Palme, chinesische Jujube. Ist halt voll random, ob du sowas bei dir hast oder nicht halt, ne? Das sind wirklich 2003 Websites. Welcher Vollidiot hat das designt? Kanal abonnieren? Natürlich. Warte mal, das ist das falsche Video. Reaction-YouTuber. Vielleicht finden wir keinen gescheiten Zunder. Und genau da hilft ein Feuerstahl nun mal ungemein. Denn ein Funken, der ist relativ schnell gemacht, in wenig Zeit und das mit einem Feuerbohrer zu erreichen, wenn alles um einen rum trieft und nass ist, das ist wirklich ein Ding, ja... Da möchte man nicht in der Situation von einem Otto oder einem Fritz stecken, die diesen Gegenstand vielleicht gar nicht mitnehmen können. Damit ist der erste Gegenstand fix. Es ist der Feuerstahl. Ich bin mega happy mit der Wahl. Ich denke, es ist die sicherste Option, ein gutes Feuer anzubekommen und meiner Meinung nach in den Tropen vielleicht sogar alternativlos. Vielleicht die bessere Wahl gegenüber einem Messer, wer weiß. Kommen wir zum zweiten Gegenstand. Der zweite Gegenstand ist wahrscheinlich auch weniger überraschend. Vielleicht aber mit ein paar Vorteilen behaftet, die ein anderer Gegenstand nicht hat. Denn ich habe mich für einen Topf entschieden. Es ist ein ganz normaler Topf, ein Edelstahltopf. Aber warum habe ich keinen Wasserfilter genommen? Ich kann euch nicht alle Taktiken verraten, die ich mit diesem Topf vorhabe. Aber so viel vorweg, dieser Topf ist vielseitiger einsetzbar, als es jeder Wasserfilter je sein könnte. Genau deswegen bin ich davon überzeugt, dass ein großer Topf die richtige Wahl für die Insel sein wird. Und ja... Ich bin gespannt, ob ich damit recht behalte oder eben nicht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich wirklich sehr felsenfest davon überzeugt, dass ich hiermit einige geile Sachen auf der Insel anstellen kann. Als Helm. Als Helm, damit er, wenn er Kokosnüsse vom Baum rüttelt, die ihm nicht auf den Kopf fallen können. Oh mein Gott, es ist Pfeifert. Und letzter Gegenstand, auf den ich unglaublich stolz bin, ist einer, den ihr euch wahrscheinlich jetzt schon denken könnt.
Ist nichts sonderlich Exotisches, aber etwas, an dem ich mit der Firma UG Tools zusammen wirklich lange gearbeitet habe. Ich habe meine Wünsche äußern können. Ich habe mich lange über das Thema eingelesen, geguckt, okay, worauf setze ich Wert, was möchte ich auf der Insel machen, was brauche ich vielleicht auch nicht. Und es wurde schlussendlich ein Messer, eine Machete. Und die möchte ich euch jetzt hiermit mal zeigen. Sie hat für mich die absolut richtige Länge. Eine richtig geile Klingenspitze. Ja, sie ist so vielschichtig. Die absolut richtige Länge. Pain. Richtig einsetzbar und absolut meine Traummachete. Ich kann gar nichts weiter dazu sagen. Ich bin absolut geflasht. Das hier ist übrigens nur der Prototyp. Die schlussendliche Machete wird noch ein kleines bisschen geiler. Ja. Ich bin unendlich happy, dieses Design endlich komplettiert zu haben. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht auch anders machen würdet. Und so, jetzt ein anderes Video? Ja, hat er gesagt, es ist ein Prototyp. Ob euch genau diese Machete vielleicht auch in Zukunft interessieren könnte. Denn wer weiß, vielleicht wird euch da in Zukunft auch noch was erwarten. Ich bin ultra happy darüber, ich habe es schon gesagt. Einfach nur geil. Okay, also so viel zu seinen Gegenständen. Nova. Biwaksack, sie hat wirklich den Biwaksack genommen. Aber warum? Wenn die wirklich in Panama sind, hat es dort fucking 27 Grad in der Nacht. Ich hätte so safe Hängematte genommen. Ich finde auch, die Axt ist heavy. Ja, schauen wir uns die Erklärungen an. Es wird ja jeder seinen Plan haben. Also safe wird jeder seinen Plan haben. Der Sack ist halt krank. Also ich weiß nicht, warum der Sack. Das verstehe ich nicht. Warum nicht Hängematte? Nova, krass. 4 Gegenstände. Ich hab's im Stream schon halb gecallt mit Biwaksack, Wasserfilter, Feuerstahl und eine Axt. Ey, das finde ich mega geil, weil es ganz anders sein wird, schätze ich einmal, als der Rest. Sie hat kein... Ich glaube, ich bin gespannt, ob noch jemand eine Axt mit hat. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe mir die Items schon einmal auf Instagram grob angeschaut, aber nur so durchgeslidet und habe nicht alles im Kopf. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, was es ist. Aber Axt, ich weiß nicht, was ist gefährlicher, wenn man nicht geübt ist, damit umzugehen? Also im Sinne von Verletzungen oder so. Eine Machete oder eine Axt? Womit kann man sich leichter selbst verletzen, wenn man mit dem Umgang nicht erfahren ist? Ich glaube eigentlich Machete, oder? Also vielleicht ist die Axt auch so ein Safe Choice. Weil Machete ist deutlich schärfer wahrscheinlich. Ein Messer, keine Machete, irgendwie war es keine Säge, sondern sie hat sich für eine Axt entschieden. Geil. Geil, geil, geil. Hat Bommeletz ja auch... Ja, man kann immer Pech haben, das ist eh klar. Das ist eh auch so das Ding... Wenn du mit der Axt halt so... Du kannst dir halt ins eigene Bein hauen, wenn du zu viel Schwung hast oder so, ne? Das ist halt... Und dann hast du halt richtig Schwung drauf. Aber mit der Machete schneidest du die Easygoing mal in den Finger. Und dann musst du das Medkit poppen. Er meint, es war scheiße. Und zu... Das wäre actually ein Nova-Move, ja. Sich selber ins Bein hacken wäre actually ein Nova-Move, glaube ich. Weil es ist ja nicht mal eine richtige Axt, es ist eher ein Beil. Also auch eher ein kürzerer Griff. Boah, ich bin gespannt. Sieht cool aus, gefällt mir. Aber ich glaube, ein wichtiges Learning. Ich weiß nicht, ob das die Teilnehmer und Teilnehmerinnen so im Kopf haben, aber wie gesagt, ich habe erst letzte Woche die komplette Staffel 1 geschaut. Langsam. Alles langsam. Keine Eile. Man hat dort 7 fucking Tage Zeit. Und das größte Learning von den Seven vs. Wild Teilnehmern aus Staffel 1 war, beeil dich nicht. Nicht hastig. Nicht einen Baum auf den Kopf fallen lassen. Nicht mit der Säge irgendwie abrutschen, weil man sich beeilt. Einfach Geduld und Zeit. Handlich. Mal gucken, ob sie damit zufrieden ist. Wasserfilter auch stark, Feuerstahl und der Biwaksack. Sie hat wirklich einen Biwaksack genommen. Oh mein Gott. Ich frage mich, wie relevant ist Feuer dort? Weil ich habe das auch überlegt, so, ob es sich überhaupt lohnt, Feuer mitzunehmen. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, die werden dort nicht angeln können. Die werden keinen Fisch essen. Das ist mal das Einzige. Das ist schon mal safe raus. Die werden keinen Fisch essen. Das ist für mich schon mal klar. Was kannst du dort noch irgendwie anzünden? Wofür brauchst du Feuer? Was bringt dir das Feuer konkret? Was kannst du braten? Was kannst du brennen? Was es dort zu essen gibt? Mir fällt jetzt nichts ein. Wenn es dort jetzt irgendwie irgendwelche Pilze oder sowas geben würde, ja. Aber gibt's, glaube ich, nicht, ne? Das ist halt einfach nochmal so ein Punkt. Das Einzige, was ich verstehe, wofür du das mitnehmen würdest, wäre Wasser abkochen. Aber wenn du halt keinen Topf hast, kannst du kein Wasser abkochen. Und dann hast du halt den Wasserfilter anyways. Das passt doch schon. Und dann ist das einzige Szenario, wo ich mir dieses Feuer useful vorstelle, eigentlich... Ja, obwohl, es gibt 2 Szenarien. Erstens für Tiere, also du kannst halt damit die Tiere abschrecken vielleicht ein bisschen mehr und auch so Moskitos oder so ein Scheiß und Challenges. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Challenge, wo du Feuer brauchst und dann kann das schon praktisch sein. Wie machst du Feuer, wenn du keinen Feuerstall hast? Ich glaube nicht, dass du dort einen Feuerbohrer bauen kannst, geschweige denn, das war ja in Staffel 1 schon arschschwierig mit den Utensilien, die man dafür braucht. Hier wird das, glaube ich, noch schwieriger, wegen Hart- und Weichholz, aber keine Ahnung. Vielleicht gibt es hier eine andere Möglichkeit, um Feuer zu machen, mit der Machete. Ich weiß es nicht. Mit dem Wasserfilter kannst du kein Salzwasser filtern. Salzwasserfilter sind verboten in Seven vs. Wild Staffel 2. Es muss Süßwasser geben, weil du brauchst mehr als ein Item praktisch, um
Salzwasser abzukochen. Du kannst nicht einfach Salzwasser abkochen, das funktioniert nicht. Verstehst du, was ich meine? Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es Süßwasser geben muss. Und dann ist Wasserfilter meiner Meinung nach schlauer als abkochen. Das hat man bei Martin gesehen in Staffel 1. Niemand hat abgekocht. Die haben alle einfach irgendwie mit Kleidung oder so gefiltert und haben es dann so gesoffen oder haben so gesoffen und Scheißerei bekommen. So, da ist Wasserfilter bessere Wahl als abkochen, finde ich. Aber dieser Joris zum Beispiel hat dann wieder gesagt, mit dem Topf da hat er einiges mehr vor als Wasser abkochen. Also schauen wir mal. Regenwasser im Biwaksack sammeln und mit Wasserfilter abfiltern, Nova Smart. Boah, holy shit, das wäre insane smart. Wenn es dann so viel regnet, mit dem Biwaksack actually das Wasser sammeln und den nicht zum Schlafen verwenden und dann halt, boah, das ist insane smart. Das ist wirklich pfeifert. Wird sie damit komplett reingeschissen haben oder nicht? Wir werden sehen. Ich finde es mega geil, weil bisher ist auf jeden Fall schon eine bunte Mischung drin. Obwohl wir schon 3 Macheten haben, ne? Wir haben 3 Macheten, krass. Jetzt wird es auch nochmal spannend, weil als nächstes dürfte Sabrina kommen, die auch 4 Gegenstände hat. Und ich bin sehr gespannt. Haben wir einen krassen Unterschied von Nova zu Sabrina? Bei mir und Otto, beide einen Gegenstand, haben den gleichen Gegenstand gewählt. Bei vier Gegenständen gibt es natürlich eine viel größere Möglichkeit und Auswahl. Das nächste war Nova, ne? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Und wenn du da einmal... Schauen wir ran. ...mal abrutscht, am vierten Tag einmal unsicher bist, dann haust du dir wirklich diese Machete, die so scharf ist, haust du dir hier schön oben in den Oberschenkel rein und da verläuft eine so fette Hauptschlagader. Ja, hab ich gesagt. Das war literally auch das, was ich gesagt habe, dass du dich mit einer Machete easy mal kurz Finger ab oder irgend so ein Scheiß. Wieso steht da Staffel 3? Ich troll nur. Ist nur ein Troll-Subcall. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Video, wo vermutlich einige von euch schon drauf gewartet haben. Nämlich die Erklärung zu meinen 4 Gegenständen, die ich zu Seven vs. Wild mitnehme. Und der ein oder andere Gegenstand hat auch etwas für eine kleine Aufregung gesorgt. Deswegen werde ich euch versuchen, meine Gedanken ein bisschen safer als mit der Machete. Dass ihr so ein bisschen verstehen könnt, warum habe ich mich dafür entschieden. Was hat mich da geritten? Und deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt rein. Zu dem Zeitpunkt, jetzt bin ich auch schon auf der Insel. Also die Entscheidung ist getroffen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich werde damit leben und dann werde ich vielleicht auch im November, Dezember dann, ja, werdet ihr sehen können, inwiefern das funktioniert hat. Also, wir gehen mal rein. Mein erster Gegenstand ist der Feuerstahl. Glaube ich, hat jetzt nicht allzu viele Leute überrascht. Ist ein Gegenstand, den auch sehr viele meiner Kollegen ja auch mitgenommen haben. Auch völlig verständlich. Denn ein Feuerstahl beziehungsweise... Ich weiß nicht, ist es völlig verständlich? Nach wie vor. Warum? Warum Feuer? Warum? Ich verstehe noch nicht so ganz. Ich bin gespannt, aber ich verstehe noch nicht so ganz. Beziehungsweise das Feuer, was man daraus im besten Falle des Falles macht, sorgt für Wärme. Das ist auch psychologisch einfach super angenehm. Damit assoziieren wir auch als Menschen so die allerersten Anfänge von sozialer Kommunikation. Es ist was. Nix hier mit Wärme. Nochmal. Es hat 27 Grad in der Nacht. Tiefstemperatur. Tiere fernhalten. Ja, keine Ahnung. Geselliges, auch wenn man alleine sein wird auf dieser Insel. Aber Feuer ist schon auf ewig für die menschliche Psyche einfach etwas zum Runterkommen, was bedeutet, der Tag ist vorbei. Wir entspannen uns jetzt. Einerseits dies, andererseits auch, wie gesagt, kann man damit etliche Dinge machen. Also ja, ich hab miesen Respekt davor und das hat man auch in Staffel 1 gemerkt, dass dieser psychische Aspekt insane ist. Wirklich insane ist. Aber ich glaube, dass ich gestört genug bin, dass mich das nicht so hart abfucken würde wie Essen oder Trinken oder sonst was. Also ich habe Respekt davor, aber ich glaube, dass das für mich eines der geringeren Probleme wäre. Ich kann auch 30 Stunden am Stück Valorant Solo Queue spielen und ich bin danach immer noch sane. Das alleine ist ein Vorteil, den ich gegenüber jedem anderen Teilnehmer hätte. Es hält Tiere fern, es hält Moskitos fern. Man kann damit Fisch kochen oder Fisch beziehungsweise braten oder grillen. Ja, ich werde die Folge im Stream schauen. Man kann da Schnecken kochen, wenn du einen Topf hast. Du kannst, wie gesagt, Sachen abkochen. Gibt es dort Schnecken? Gibt es dort actually Schnecken? Und wenn ja, woher weißt du, dass die nicht giftig sind? Dort ist alles giftig, oder? Wasser abkochen, Salzwasser destillieren, Feuer ist das A und O. Das ist wirklich alles, was man braucht. Mit der Kohle kann man sich einreiben. Die Kohle kann man zum Zähneputzen verwenden. Aber. Die Kohle kann man benutzen. Ja, okay, actually, zum Waschen, Kohle. Das ist schon richtig. Ich meine, auf Krampf, wie kriegt man, im Dschungel gibt es safe einfach Möglichkeiten als in Schweden, um Feuer anzubekommen, oder? Abseits vom Bohrer auch. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob Feuerstahl geöffnet ist. Also, keine Ahnung. Ich verstehe schon, es gibt viele Uses, aber Moskitonetz? Weiß ich ja nicht. Was ich zum Beispiel versuchen werde zu machen, ist, um mein Shelter herum so einen Kohlekreis zu machen. Das mögen Insekten überhaupt nicht. Ich weiß nicht genau, warum sie das nicht tun. Ich glaube, das hat was mit der Chitinschicht von der Hülle zu tun. Aber kleinere Lebewesen auch so, die mögen überhaupt. Okay, sorry, auf einmal Biologin. Nicht über Kohle zu laufen. Und das ist dann schon mal so ein natürlicher Schutz. So ein bisschen wie bei Supernatural so ein... Salzkreis, ja. Das kenne ich. Ja, Salzkreis.
um den Shelter herum. Auf jeden Fall, das sind einer der Gründe, warum ich diesen Feuerstein mitgenommen habe. Mein zweiter Gegenstand ist ein Wasserfilter. Denn auch wenn ich schon erzählt habe, dass ich eventuelle Kohle benutzen möchte, um aus Plastikflaschen, die ich vielleicht vor Ort finden werde, einen Vorfilter bauen werde, nehme ich dennoch einen Wasserfilter mit. Denn Wasser ist sogar noch vor dem Feuerstahl in meinen Augen das Wichtigste. Es gibt ja die... Safe, 100%. Habe ich ja gerade schon erklärt. Du kannst nicht so easy peasy ohne mehrere Gegenstände Salzwasser destillieren oder abkochen. Das heißt, du bist auf Süßwasser angewiesen. Und jetzt find mal, nachdem du dort im Dschungel ausgesetzt wirst, schnell ein Süßwasservorkommen und dann filtert dir das Wasser dort raus, dass du es trinken kannst. Das ist nicht Schweden, dieser ekelhaft versiffte See, wo du es trinken kannst und du kriegst Bauchschmerzen oder ein bisschen Durchfall oder so, sondern dort alles, was da drinnen schwimmt und alles ist absolut ekelhafte Drecksscheiße. Absolut. So, keine Ahnung, das sind die giftigsten Viecher und keine Ahnung, was alles noch in diesen Flüssen da unterwegs beim Süßwasser. Das ist anders. So, Wasserfilter dort ist, dort kriegst du nicht eine Scheißerei, wenn du das Wasser dort einfach so trinkst, sondern da kriegst du alle möglichen Parasiten. Safe call ist Wasserfilter hier MVP. Dreierregel. Und die Dreierregel besagt, dass dein Gehirn nach 3 Minuten ohne Sauerstoff, dann war es das. Genauso wie 3 Wochen ohne Essen und 3 Tage ohne Trinken. Wir sind 7 Tage da. Das heißt, wenn ich in den ersten 3 Tagen kein Wasser kriege, dann ist der Ende im Gelände. Essen ist dabei in meinen Augen ziemlich egal. Ich bin jetzt auch nicht eine Dame, die jetzt besonders wenig irgendwie Substanz hat, sagen wir so. Dementsprechend, glaube ich, wäre das Essen eine Sache, aber Wasser ist das Wichtigste. Und deswegen habe ich mich definitiv für einen Wasserfilter entschieden, weil klar, man kann Wasser überall sammeln. Ich glaube ja nicht mal, dass es Süßwasser gibt. Doch, 100% gibt es Süßwasser. 100%. Wenn es regnet, super Sache. Wenn man Süßwasser... Und Regen gibt es auch noch, das ist das Nächste. Finden sollte. Mega Sache. Der einzige Nachteil ist nur, dass es sehr oft sein kann, besonders in Süßgewässern oder stehenden Gewässern, dass sie verunreinigt sind. Stellt euch vor, ihr lauft oder bewegt euch sehr langsam vor durch den Dschungel, findet eine Süßwasserquelle und müsst dann dieses Wasser mitnehmen, vorfiltern. Also es geht ja auch um die Bakterien. Wenn es kein Süßwasser geben würde und es würde nicht regnen, dann wäre das over. Es ist 100% so geplant, dass die das nicht vom Wetter abhängig machen. Die werden sich nicht denken, ja, ist Regenzeit, wird safe regnen, dann regnet es die ersten 2 Tage nicht, weil dann sind alle gefickt. Deswegen gibt es 100% Süßwasser. Die werden nicht davon ausgehen, dass 7 Personen, vor allem die, die nur mit einer Machete dorthin gehen, sich fucking Salzwasser destillieren. 100% gibt es das Süßwasser. Und 100% wird das irgendjemand saufen ohne Filter und wird sich dann ein Parasit anfangen. Das ist das Nächste. Und deswegen ist Wasserfilter MVP. Ja, wenn du richtiges Setup baust, kannst du Salzwasser filtern. Passt. Leon, zeig mir das bei 30 Grad, bei tropischen Temperaturen, wie du das nur mit einer Machete in den ersten paar Stunden machst. 7 Mal durch so einen Filter durchlaufen lassen. Dann hast du dein Wasser, was aber immer noch mit Bakterien voll ist. Das musst du dann irgendwo reinkippen, musst du es irgendwo kochen. Mindestens 20 Minuten, damit alle Schädlinge bekämpft sind, damit alles da wirklich, dass du cleanes Wasser hast. Und das war für mich keine Option, weil ich gesagt habe, wenn ich irgendwo Wasser finde, möchte ich, dass die... Zählt Kleidung irgendwie bei den Gegenständen? Es gibt eine Liste, was erlaubt ist an Kleidung. Direkt trinken. Ich möchte direkt Zugang dazu haben. Das ist mir das Wichtigste. Das ist das, was mein Überleben, vereinfacht und einfach, das ist für mich das Wichtigste. Deswegen nehme ich diesen Wasserfilter, den Grey Wasserfilter mit. Da braucht man sich auch keine Gedanken machen mit Bakterien, sonst irgendwie, der filtert alles raus und halt eventuell, wie gesagt, mit der Kohle einen Vorfilter bauen, weil der eben recht schnell verstopfen kann. Dann kommen wir auch schon zu meinem dritten Gegenstand. Den blende ich immer ganz kurz hier ein. Wie gesagt, die Sachen sind ja alle schon auf der Insel und ich jetzt auch, wenn ihr das Video seht. Und deswegen kann ich euch leider nicht zeigen, aber ich habe eine Axt bzw. ein schwedisches Handbeil. Wir können mega nice, ich kann euch das mal verlinken, ihr könnt immer dazu was durchlesen. Da fragt man sich jetzt natürlich, okay Nova, du gehst aber in den Dschungel. In Schweden wäre es vielleicht cool gewesen mit deiner tollen schwedischen Axt, aber warum nimmst du das in die Tropen mit? So, was soll das? Mein Gedanke war dahinter. Ich hatte während meines Trainings in Schweden, da kommt by the way auch noch ein Video, hatte ich einfach für mich die Überlegung, okay, ich habe einen Kukri dabei gehabt, ich habe eine Machete dabei gehabt und wie gesagt, die Axt und auch noch ein Messer. Und ich habe für mich alles ausprobiert, auch länger und habe mit allem hantiert, habe alles probiert und habe für mich halt einfach den Weg gefunden, dass ich gesagt habe, hey, in all den Jahren, die ich bei den Pfadfindern war, also seitdem ich 8 Jahre alt bin, verwende ich ein Handbeil bzw. eine Axt. So, damit kenne ich mich aus. Damit habe ich schon so viele Stunden, habe ich damit hantiert und fühle mich damit einfach sicher. Und das war für mich das Wichtigste, weil beim Gucken... Ich glaube, Komfort ist da auch wichtiger, als was auszuprobieren, vor allem als Anfänger. Weil wenn du da jetzt, keine Ahnung, wenn du ein Knossi bist, der noch nie mit irgendeinem Ding hantiert hat und hast eine Machete, die Chance, dass du dich dort verletzt, ist halt so hoch. Warum kann man kein Salzwasser trinken? Weil dich das dehydriert, what the fuck? Abseits davon ist es noch mehr voll von Bakterien als das Süßwasser dort wahrscheinlich. Du kannst auch kein Salzwasser trinken, da stirbst du. Total Angst abzurutschen, weil es da vorne nicht so eine Daumen, ihr wisst, was ich glaube ich meine, so einen Stopper gibt sozusagen.
mega Angst. Ah, das ist die Verletzungsgefahr einfach. Und bei einer Machete, ja, da muss echt, ich einfach... Machete ist echt saugefährlich, denke ich. ...sagen, da bin ich einfach nicht skilled genug. Ich habe dazu wenig Erfahrung. Ich bin jetzt hier nicht irgendwie die krasse Outdoor-Braut und so. Und so werde ich mich auch nie darstellen. Und das ist auch komplett fein. Deswegen habe ich halt einfach für mich gesagt, bei einer Machete gibt es halt super die Möglichkeit. Macheten schlägst du links, rechts. So schlägst du eine Machete. Bei einer Axt schlägst du das zwischen die Beine durch. Das ist der Punkt. Stellst dich breitbeinig hin, schlägst so durch. Das heißt, selbst wenn du abrutschst, schlägst du zwischen deine Beine durch. Bei einer Machete schlägst du links und rechts an deinem Körper vorbei meistens. Und wenn du da einmal abrutschst, am vierten Tag einmal unsicher bist, dann haust du dir wirklich diese Machete, die so scharf ist, haust du dir hier schön oben in den Oberschenkel rein. Und da verläuft eine so fette Hauptschlagader. Ja, das ist echt... Das traue ich mir nicht zu. Nicht survival genug. Sagen wir so. Das ist das Reasoning, deswegen, was am meisten Sinn macht für mich. Ich habe hier meine wunderbare Axt. Die kenne ich. Die liebe ich. Mit der kann ich umgehen. Da habe ich keine Angst mit dem Handling. Ich habe mit der alles ausprobiert. Ich mache mit der innerhalb von hier, ich glaube, mein Rekord waren 5 Sekunden, habe ich eine Kokosnuss aufgemacht mit der Axt. Ich kann das. Ich fühle mich da wohl mit und deswegen ganz easy. Das ist der Grund, warum ich eine Axt mitnehme, weil ich mich da einfach am wohlsten mitfühle und weil ich da einfach die meisten Chancen habe, mich nicht zu verletzen. Und ja, da halt das, was ich machen möchte, mit gutem Gelingen zu schaffen. So, meine Lieben, und jetzt kommen wir zu dem Gegenstand, wo ich wirklich am meisten Feedback zu bekommen habe und das auch nicht im positiven Bereich. Ich habe mich, Leute, ich weiß, wir spannen uns alle, ich habe mir einen Biwaksack mitgenommen. Das ist das Einzige, was ich nicht verstehe, sage ich ganz ehrlich. Kann man eine Axt Fische ausnehmen? Ich glaube nicht, dass die Leute dort actually fischen werden. Wie willst du denn den Fisch fangen? Viele, ein Meme-Gegenstand, ein Scherz. Für mich hat es aber sich während meiner Vorbereitung als den Gegenstand entpuppt, der es für mich einfach ist. Es tut mir leid. Hand, okay. Aber es gibt sorry, so viele Faktoren, die dieser Biwaksack abdeckt. Und wenn man nur 4 Gegenstände hat, das mit einer Hängematte, mit einem Tarp oder auch mit einem Moskitonetz einfach nicht für mich gut gewesen wäre, hätte ich eine Hängematte. Der erste Tag ist, ihr müsst vorstellen, ist Shift 24/7. Das heißt, ich sitze da wie in der Badewanne, schaukelt sich dann das Wasser in meiner Hängematte, weil das von oben reinpisst, wenn ich es am ersten Tag nicht direkt schaffe, einen dichten Shelter mit einem dichten Dach oben zu bauen. Das ist schon mal doof. Außerdem kriechen dir dann auch die ganzen Viecher rein. Also besonders Spinnen, die kriegen ja Wärme mit, legen sich auch gerne dann irgendwie zu dir und realisieren das. Ach, guck mal, hier ist es, ne? Die können ja durch Wärme sehen, wo sie hin müssen. Dann machen wir weiter mit dem Tarp. An sich sehr strong. Man muss sich basically nur dann ein Trapperbett bauen oder man hat dann das Dach von seinem Shelter. Alles mega nice. Aber auch da Winde. Regen und Wind peitscht von links nach rechts. Wer hat schon mal probiert, im See einen Fisch zu fangen? Das ist impossible. Ja, ich sage auch, dass es nicht möglich ist. Also wenn du dir so einen Speer baust und damit irgendwie ein bisschen Glück hast, ja, aber ich glaube, der Kraftaufwand und der Kalorieverbrauch, den du dadurch hast, ist deutlich höher als das, was du dann im Endeffekt kriegst, wenn du den Fisch dann überhaupt essen kannst. Das ist gleich das Nächste. Also ich glaube, das wird ein bisschen... falsch eingeschätzt. Ein Biwaksack ist so ein richtig fetter Schlafsack einfach. Ich habe eh vor, primär am Strand, beziehungsweise Übergang Strand-Dschungel meine Zeit zu verbringen. Ich überschätze mich da auch einfach nicht in meiner Fähigkeit, sondern für mich ist das Ziel, ich möchte zeigen, dass man auch als normaler Mensch mit ein bisschen Erfahrung, dass man trotzdem hoffentlich diese 7 Tage schaffen kann und werde halt alles darauf legen, zu überleben. Das wird meine Priorität in diesem Moment sein. Deswegen, ja, ich glaube, ihr werdet jetzt nicht so richtig krassen Shit von mir erwarten, aber ich werde trotzdem alles geben und werde es versuchen. Und da war der Biwaksack einfach für mich das Logischste, weil das ist auch nicht so ein Biwaksack, wie ihr ihn kennt. Das ist eigentlich nur eine Hülle. Ich kann euch den hier mal zeigen. Es ist super dünn. Ich habe mich da auch nächtelang hingelegt in Schweden. Schweden-Hochsommer heißt auch mal locker schmackig 29 bis 30 Grad. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich habe das jetzt nicht irgendwie im 16 Grad ausprobiert und dann gesagt, oh ja, das ist ja super. Ne? Klar, es wird warm. Es wird schwitzig. Aber ich habe Regenschutz. Ich habe UV-Schutz. Ich habe Schutz vor Tieren. Und ich bin windgeschützt. Und vor allen Tieren. Und ich habe auch nicht Angst haben, dass mir irgendwie nachts so ein kleines Spinnchen hier ins rechte Ohrloch reinklettert oder sonst irgendwie wo, sondern ich weiß, wenn ich den komplett zumache, ist es mein Safe Space, das ist wie mein kleines Zelt und man kann links und rechts... Und außen wickelt sich dann Schlange komplett drumherum, GG. ...werde ich an meinen Kopf meine Schuhe tun und werde mir da einen kleinen Stock reinbasteln, wie so ein Bogen, um mein eigenes Gestell zu bauen. Man kann damit Wasser sammeln. Ich kann mich auch hinsetzen im Schneidersitz in diesem Biwaksack, kann diese Kapuze praktisch aufsetzen und kann dann in meinem Schneidersitz Wasser sammeln und das abschöpfen und irgendwo reintun. Ich kann es als Hängematte verwenden, wenn ich links und rechts Steine reintue und die anbinde. Ich kann es auch... Aber bei Staffel 1 hat man doch gesehen, mit dem Biwaksack, der ist ja wasserdicht eigentlich, aber der war komplett durchsifft trotzdem bei jedem, weil es dort so krass gepisst hat. Das wird doch so oder so komplett voll sein, oder? Also, ich glaube nicht, dass das... Also, wenn es wirklich so krank schifft einfach, Regensaison, weiß ich nicht. Das waren Schlafsäcke.
Es hatte doch safe jemand, hatte niemand einen Biwaksack mit? Ich dachte, Leute hatten noch Biwaksack mit, weil es doch kalt war. Okay, dann nevermind, sorry. Ich dachte, dass jemand wirklich einen Biwaksack mit hatte. Gut, dann nevermind, dann habe ich nichts gesagt. Bin ich gespannt, schauen wir mal. Doch aufspießen und als Tarp verwenden, sozusagen als Dach. Ich kann damit so viele Sachen machen. Das war einfach für mich dann der Gedankengang. Ich kann das ja auch aufmachen und, Leute, meine Klamotten, die ich dann vielleicht getrocknet habe, oder alle Sachen, wenn ich irgendetwas habe, was trocken bleiben soll, tue ich da rein und das bleibt trocken. Das waren so die Sachen. Und dass ich halt halbwegs ruhigen Schlaf kriegen werde, weil ich halt weiß, ich bin hier komplett geschützt. Hier kommt nichts rein. Ich werde nicht nass. Das ist halt wie so ein Ganzkörperkondom, in dem man sich einfach nur wohlfühlen kann. Kann man da drin atmen? Ist das nicht dicht oder so? Würde da die erste fette Spinne sehen und denen sagen, dass sie mich wieder abholen sollen? Real Talk, wenn ich jetzt dabei wäre, wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte so Dings angerufen, Coda, den Spinnenguy von TikTok. Hätte gesagt, ich komme vorbei. Ich will, dass du mir jedes deiner Viecher so lange auf mein Gesicht setzt, bis es mir scheißegal ist. Nimm 100 Spinnen, setze sie mir alle auf meinen Körper, interessiert mich nicht. Und dann bin ich dort und dann ist es mir komplett egal. Ich hätte so richtig so Spinnenbootcamp gemacht. Jedes Viech einfach in mein Gesicht setzen. Das wäre, glaube ich, so das größte Training, was ich gemacht hätte. Und ja, ich werde berichten, ob es ein Fehler war, aber das war für mich so, bei dem Gedanken daran, nur einen Gegenstand zu haben, eigentlich so das Sinnvollste, besonders, dass auch noch so eine Tüte hat und ich damit auch Sachen sammeln kann und so. Ich hoffe einfach... Nee, Schlangen sind nicht schlimm, Leon. Vor Schlangen habe ich. Spinnen sind viel schlimmer als Schlangen, finde ich. Ich dachte, dass ich damit jetzt nicht den größten Fehler gemacht habe und dass das nicht irgendwie jetzt meine Erfolgschancen dezimiert oder so. Aber ja, das waren meine Gedanken dazu. Ich kann euch den auch mal, wie gesagt, verlinken. Dann könnt ihr euch das ja mal anschauen, wie ihr den findet. Und ja, das sind, wie gesagt, meine 4 Gegenstände. Ich bin jetzt schon auf der Insel, wenn du das gerade guckst. Ja, ich meine, entweder werde ich es sehr bereuen oder es wird nice. Bin gespannt drauf. Feuer weiß ich nicht. Da muss ich mir, glaube ich, wirklich dann vielleicht nochmal so ein Video anschauen, wie man alternativ Feuer machen kann in der Truppe. Wie gesagt, ich verstehe die Usability und es geht einfach darum, einen Schlafplatz zu haben und viele scheißen da drauf. Ich bin gespannt, was die bauen werden. Das mit dem Beil ist nachvollziehbar, als Amateur mit Machete, ne? Und Wasserfilter ist für mich S-Tier. Wasserfilter ist S-Tier. S+. Das ist literally der beste Gegenstand einfach. Was würdest du statt dem Feuerstein nehmen? Statt dem Feuerstein, was würde ich hier nehmen in der Konstellation? Moskitonetz wahrscheinlich. Feuerreiben ist aber schwer. Es gibt doch safe andere Möglichkeiten noch. Weil wie Joris das schon gesagt hat, wenn du wirklich Fische fangen willst, ich glaube mit einem Moskitonetz, so zu einem Fischnetz, zu einer Reuse umfunktionierst, hast du die besten Chancen wahrscheinlich. Aber Feuer, kannst keine Ahnung, vielleicht gibt es ein Feuerstein, also Vulkangestein oder irgendwie sowas, weißt du, so Obsidian-like. Vielleicht findest du irgendwo Glas. Keine Ahnung, vielleicht kannst du irgendwie auch mit deiner Machete oder mit deiner Axt oder irgendwie sowas, wenn die eine richtige Beschichtung hat und heiß genug wird, auch Feuer machen oder so, ich weiß es nicht. Gibt sicher irgendwelche anderen Usabilities.